Die beiden Türme des World Trade Center kennzeichnen das moderne Colombo. Sie stehen im alten Stadtteil vor, in dem einst die Portugiesen eine Festung errichtet hatten. Die nachfolgenden Briten schleiften deren Mauern und erstellten hier ihre Bauwerke. Dazu zählt auch der Uhrturm, der später in einen Leuchtturm umgewandelt wurde. Ende des 18. Jahrhunderts, da leibten die Briten die kleine Insel ihrem riesigen Empire ein und gaben Colombo ein neues Stadtbild. Prachtbauten verweisen auf diese Zeit. Die alte Stadthalle war 1873 als Sitz der Stadtverwaltung gebaut worden und diente bis in die 1920er Jahre diesem Zweck. Heute ist das Gebäude ein Museum. Im ersten Stock wurde eine Stadtratssitzung vom Ende des 19. Jahrhunderts mit Puppen nachgestellt. Das Ganze wirkt recht naturgetreu und man kann sich die Debatten, die hier stattfanden, lebhaft ausmalen. Der Bazar bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. Ich suche nur diesen Teil auf. Über die Second Cross Street gelang ich zu der Anfang des 20. Jahrhunderts erbauten Jami al-Afar Moschee. Sie ist eines der schönsten muslimischen Gotteshäuser in Colombo und ein wichtiger Treffpunkt für das Freitagsgebet. Ein paar Schritte weiter suche ich einen kleinen Hindu-Tempel auf. Diese Glaubensrichtung verfügt über viele Gottheiten, die alle ein friedliches Miteinander bilden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Weltreligionen erhebt der Hinduismus keinen Alleinanspruch auf die Wahrheit. Wie eine Träne hängt Sri Lanka an dem Riesenkoloss Indien. Seit über 2000 Jahren lockt die kleine Insel Reisende aus aller Welt an. Der Fischfang hat neben dem Anbau von Reis eine große Bedeutung für die Ernährung der Inselbewohner. Dieser kleine Ort wurde durch ein schreckliches Ereignis bekannt. Im Jahr 2004 löste ein Erdbeben eine Flutwelle aus, die in Sri Lanka über 30.000 Menschen das Leben kostete. Allein in diesem Zug starben mehr als 1.000 Menschen. Mehr als 300 Stufen sind zu erklimmen, um auf den Hügel von Minhintale zu gelangen. Die Treppe
wurde im 8. Jahrhundert von einem König in Auftrag gegeben. Sie ist von wohlriechenden Frangipanenbäumen flankiert, die auch Tempelblumenbäume genannt werden. Hauptheiligtum ist die Ambarsala Dagoba. Sie gilt als die Wiege des sri lankischen Buddhismus. Hier traf der König den Mönch Mahinda. Dieser erläuterte dem Herrscher die Prinzipien des Buddhismus auf so brillante Weise, dass sich der König bald mit seinem ganzen Hofstaat diesem Glauben zuwandte. Eines der wichtigsten Pilgerziele des Landes ist Anuradhapura. Sie war die erste Königsstadt des Landes. Aus dem 2. Jahrhundert vor Christus stammt die Runaveli Seya Dagoba. Im Innern des Bauwerks wurde eine Reliquienkammer angelegt, die nur den Priestern zugänglich war. Sehr schön sind die Elefantenreliefs, die die Einfassungsmauer zieren. Mehr als 2000 Jahre alt ist dieser heilige Bodhi-Baum. Die Hindus betrachten ihn als Wohnsitz der hinduistischen Dreifaltigkeit, bestehend aus den Göttern Brahma, Vishnu und Shiva. Unter dem Baum beten Frauen, um ihr Eheglück zu sichern, oder sie erflehen die lang ersehnte Geburt eines Sohnes. Die beiden Frauen gehen zur ältesten Dagoba Sri Lankas, in der angeblich das rechte Schlüsselbein Buddhas eingemauert ist. Diese Reliquie ließ die Stupa zu einem der wichtigsten Pilgerziele Sri Lankas werden. Wächtergestalten befinden sich jeweils links und rechts der Zugangstreppe. Die lernen den Buddhismus. Buddhismus symbolisiert diese Blumengrenze. Nirvana bedeutet das Ende des Wiedergeborenheit.
Ein häufiges Bauteil von Tempelanlagen ist der Mondstein. Als Schutzstein befindet er sich vor Treppenaufgängen oder Schwellen. Die zahlreichen Ornamente besitzen eine symbolische Bedeutung. Im 3. Jahrhundert nach Christus entstand die Jetavanarama Dagoba. Sie ist die mächtigste Sri Lankas. Unter einer Überdachung ist der meditierende Buddha zu sehen. Er stammt wahrscheinlich aus dem 4. Jahrhundert und gilt als eines der weltweit schönsten Exemplare dieser Art. Aus dem 8. Jahrhundert stammen die Zwillingsteiche. Die restaurierten Becken waren wahrscheinlich Teil einer großen Klosteranlage und dienten den Mönchen als Badeplatz. Auf der Fahrt durch das Land sind immer wieder große Stauseen zu sehen. Schon sehr frühzeitig erkannten die Könige Sri Lankas, dass die Versorgung mit Wasser über das ganze Jahr hinweg einen hohen Stellenwert besitzt. Damit war die Bewässerung der Felder sichergestellt. In Aucana ist eine der beeindruckendsten Skulpturen Sri Lankas zu finden. Die ca. 13 Meter hohe Figur wurde in meisterlicher Arbeit aus einem Felsen geschlagen. Trotz ihrer gigantischen Ausmaße ist der Koloss erstaunlich filigran gearbeitet. Das Gesicht zeigt einen perfekten Ausdruck von meditativer, überirdischer Ruhe. Für singalesische Buddhisten ist der Bergrücken von Dimbulagala ein wichtiger Pilgerort. Buddha soll bei seinem Besuch auf der Insel hier einen Fußabdruck hinterlassen haben. Und dann später, dieser Mönch Kassapa hier kam 1957 und dann diese Ureinwohner andere Plätze gegeben zu wohnen und dann diese Tempel hier gegründet. Und das alles, was wir sehen heute, das ist seine Werke. Ein modernes Kloster befindet sich am Fuß des Felsens. Mich interessiert der Unterricht für die jungen Mönche. Ab dem 8. Jahrhundert war über 200 Jahre lang Polonnaruwa eine Königsstadt. Aus dieser Zeit stammt das runde Reliquienhaus. Es ist ein Meisterwerk der singalesischen Baukunst. Eindrucksvoll ausgeschmückt sind die vier Treppenaufgänge zu der oberen Plattform mit Wächterfiguren und anderen Darstellungen.
Ende des 13. Jahrhunderts wurde der Ort aufgegeben und vom Dschungel überwuchert. Polonnaruwa blieb 6 Jahrhunderte vergessen. Anfang des 19. Jahrhunderts hörte ein durchreisender britischer Offizier zum ersten Mal von der versunkenen Stadt. Sie wurde daraufhin von ihm gefunden und beschrieben. So zählen heute die imposanten Ruinen mit zu den größten Touristenattraktionen des Landes. Wir gehen zur Dagoba des goldenen Staubs. Mit einer Höhe von über 50 Meter ist sie die höchste Stupa Polonnaruwas. Früher war sie noch etwas höher, denn auf der Spitze thronte ursprünglich noch ein goldener Schirm. Gemeinsam mit Anuradhapura und Sigiriya wurde die heilige Stadt von Polonnaruwa Anfang der 1980er Jahre zum Weltkulturerbe erklärt. Von den nicht restaurierten Dagobas ist die Kiri Vihara die am besten erhaltene. Der Name bedeutet milchweiße Stupa und leitet sich von dem Verputz her. Er besteht aus zermahlenem Kalk oder Muscheln und ist so robust, dass er nach 700 Jahren der Überwucherung durch den Dschungel noch immer völlig intakt ist. Unterwegs zur Galvihara, dem wohl beeindruckendsten Monument der alten Anlagen. Dieser Tempel umfasst 4 aus einem Granitfelsen gehauenen Buddha-Figuren, die zusammen zu einem mystischen Heiligtum verschmelzen. Ganz links befindet sich eine ca. 5 Meter hohe Buddha-Figur im Meditationssitz. In der Mitte des Felsens thront in einer Nische eine kleine Buddha-Figur. Hier finden sich viele Einheimische zum Gebet oder zum Ablegen von Opfergaben ein. Ursprünglich wurde angenommen, dass diese Figur Buddhas Lieblingsschüler Ananda darstellt. Die verschränkten Arme sprechen jedoch dagegen und es ist wohl ein Abbild von Buddha selbst. Der liegende Buddha ganz rechts stellt den Moment dar, dem er ins Nirvana, dem göttlichen Himmel, eingeht. Als letztes suchen wir das Lotusbad auf, einem Badeteich in der Form einer Lotusblüte. Hier konnten die Mönche in Zeiten der Dürre baden. König Parakrama ließ dieses Bauwerk anlegen. Mächtig ragt der Felsen von Sigiriya auf. Seine außergewöhnliche Form prädestinierte ihn dazu, dass er früh zu einer Festung ausgebaut wurde. Mühsam ist der völlig ungefährliche Aufstieg auf den Monolithen. Eine lange und steile Wendeltreppe führt hinauf zu einem Highlight, den berühmten Wolkenmädchen. Diese farbenprächtigen Fresken stammen aus dem 5. Jahrhundert und sollen wahrscheinlich himmlische Nymphen mit ihren Dienerinnen darstellen. Andere Deutungen sprechen von Hofdamen. Die Gemälde wurden zuerst auf feuchten Putz aufgetragen und dann mit den Farben Rot, Gelb, Grün und Schwarz ausgemalt. Noch heute leuchten die Farben so, als hätten die Künstler die Frauen erst kürzlich gestaltet. Ursprünglich hat es einmal 500 Fresken in Sigiriya gegeben. Viele wurden Ende der 1970er Jahre von Vandalen zerstört. Heute sind noch 21 davon erhalten. Die Spiegelgalerie ist eine 3 Meter hohe Mauer, auf der Besucher ihre Bemerkungen nach dem Betrachten der Wolkenmädchen hinterließen. Auf der Löwenterrasse befand sich der Eingang des alten Königspalastes. Das Eingangstor wird von 2 riesigen Löwenpranken flankiert. Dahinter führen Treppen und Planken zu einem anstrengenden
zum Teil schwindelerregenden Aufstieg auf das Dach des Felsens. Die Mühe wird durch einen weiten Ausblick belohnt. Wir suchen ein Seidengeschäft auf. Only 100% cotton material. We make dresses, wall pictures, tablecloth, and so many things. All the designs are done by hand. We never use machine. Yeah, this is example. In den letzten Jahrzehnten ist in Sri Lanka eine beachtliche Batik-Industrie herangewachsen, deren Abnehmer fast ausschließlich Touristen sind. Zunächst wird auf den Stoffen Wachs an den Stellen aufgetragen, die farbenfrei sein sollen. Anschließend erfolgt das Färben. Mit dem gezielten Durchführen dieses Vorgangs, bei dem immer wieder Stellen uneingefärbt bleiben und andere Farben verwendet werden, entstehen die typischen Batik-Muster. Den freien Nachmittag nütze ich, um dem alltäglichen Leben entlang der Straße zu begegnen. Dieser Elefant wird gehalten, um Touristen einen Ritt auf dem Tier anzubieten. Ein kleiner Hindu-Tempel neben der Straße fällt in meinen Blick. Die schulische Ausbildung nimmt einen wichtigen Platz in Sri Lanka ein. Diese Reismühle weckt mein Interesse. Der freundliche Inhaber bringt extra für mich die Mühle in Gang. Da der Spelz mit dem Reiskorn fest verwachsen ist und durch Dreschen
nicht entfernt werden kann, müssen die Körner geschält werden. Bei weiterer Verarbeitung wird unter anderem auch Reismehl hergestellt. Ein anstrengender Aufstieg ist notwendig, um zu einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Zentralregion von Sri Lanka zu gelangen, den Felsenhöhlen von Dambulla. Die Gebäude des modernen Klosters liegen am Fuß eines Granitfelsens, die 5 Grotten befinden sich dahinter. In der 5. Höhle sind einige Buddha-Statuen wie auch hinduistische Skulpturen zu sehen. In der 4. Grotte soll König Somavati beigesetzt worden sein. Sie birgt eine kleine Stupa und einen meditierenden Buddha. Aus der Kolonialzeit sind Wandmalereien zu sehen. In der folgenden Höhle stammen viele Buddha-Figuren und Malereien aus der Regentschaft des Kandy-Königs Ratchashima, der im 8. Jahrhundert die Höhlentempel renovieren ließ. Wir suchen einen Gewürzgarten auf. Liane, Pfeffer wechseln, da Pfeffer. Da oben. Schon 10 Minuten ziehen lassen. Wir kochen besser entgiftet. Nach dem Rundgang wird für unsere Reisegruppe eine traditionelle Speise gekocht. Candy liegt noch im Dunkeln, als wir uns aufmachen, um die Morgenputscha im Zahntempel zu erleben. Aus dem 17. Jahrhundert stammt der unspektakuläre Hauptbau des Tempels. Mehrmals täglich wird in einem der Tempel zu Ehren des jeweiligen Hauptgottes
eine religiöse Feier abgehalten. Hindu-Priester führen verschiedene Rituale durch und nehmen Opfergaben der Gläubigen entgegen. Circa 150.000 Einwohnern ist Kandy die viertgrößte Stadt des Landes und kommerzieller sowie touristischer Dreh- und Angelpunkt der Zentralregion. Aus der britischen Kolonialzeit sind noch einige schöne Bauten erhalten, so zum Beispiel das Queen's Hotel. Anfang des 20. Jahrhunderts wohnte unter anderem auch Hermann Hesse in dem eindrucksvollen Gebäude. Fast klein wirkt der hübsche Uhrturm vor dem mächtigen Bodibaum. Im Zweiten Weltkrieg war Kandy das Kriegshauptquartier von Lord Mountbatten, dem britischen Vizekönig von Indien. 1948 endete die Kolonialzeit und die britische Flagge wurde vom Fahnenmast geholt. Idyllisch liegt der künstlich angelegte See inmitten der Stadt. Er kann bequem auf der Uferstraße umwandert werden. Fotoaufnahmen wie ein Hochzeitspaar. Der Botanische Garten wurde Anfang des 18. Jahrhunderts als königlicher Lustgarten angelegt. Er bietet einen hervorragenden Einblick in die tropische Flora.
Ich genieße das schöne Ambiente unseres Hotels. In der Kennedy Art Association Hall schaue ich mir die berühmten Kennedy-Tänze an. Sie sind eine kulturelle Institution. Im Südwesten der Stadt sind drei Tempel gelegen, die sehenswert sind. Alle drei Bauwerke stammen aus dem 14. Jahrhundert, als die Könige im nahen Gambola residierten. Der Architekt des Gadala-Denija-Tempels soll ein Mönch gewesen sein, der sein Handwerk in Nordindien erlernt hatte. Haupt zwei Jünger von Buddha, die anbeten Buddha. Geradezu modern wirkt die Darstellung der Lieblingsschüler Buddhas auf mich. Minister heißt Senadilankara. Er hat die Mitarbeiter von Indien hergeholt. Diese auch gemacht wie ein indisches Tempel von den gleichen Leuten. Sie sehen, einen extra Tempel für einen lokalen Gott. Gott Dadimund und hier ist ein Vishnu-Tempel auch dabei. Da innen gibt es auch ein paar Bilder und Statuen auch. Gott Shiva und die saubere Göttin Parvati. Er hat 6 Gesichter, 12 Hände und sein Reittier ist. Diese ungewöhnliche Verbindung von buddhistischem Heiligtum mit den hinduistischen Figuren im Lankat-Laka-Tempel beruht darauf, dass der König Buddhist war, seine Frau aber hinduistischen Glaubens. Das Baumaterial des Embeke-Tempels besteht überwiegend aus dem seltenen Gamalu-Holz, das in Gampola wächst. In dieser Seite können Sie sehen, dass die erste Frau des Gottes Kandas, Devayani. Sie ist eine Inderin. Und dann zweite Frau hat er gefunden, neben Katragama in südlicher Sri Lanka,
Das ist Waldimata. An den Tempel grenzt eine Vorhalle an, die am Pfeil und Dachstreben schöne Schnitzereien aufweisen. Diese Säulen sollen einst in der Audienzhalle der Könige von Gampola gestanden haben. Als Anfang des 15. Jahrhunderts der Königssitz aufgegeben wurde, fanden sie hier Verwendung. Das zentrale Sri Lanka ist sehr gebirgig. Diese abwechslungsreiche Landschaft gefällt mir sehr. Unser heutiges Tagesziel ist das Elefantenwaisenhaus in Pinnavela. Hier werden elternlose Tiere aufgepäppelt und nach einigen Jahren als Arbeitselefanten eingesetzt. So nett die grauen Riesen auch anzusehen sind, so zerstörerisch können sie auch sein. Weil ihr Lebensraum immer mehr eingeengt wird, verwüsten Elefantenherden gelegentlich Felder und Häuser. Beim Versuch, die Tiere zu vertreiben, stirbt auch so manche Elefantenkuh, deren Junges als Waise zurückbleibt. Zweimal am Tag begeben sich die Dickhäuter zu einem ausgiebigen Bad an den Fluss. Heute benutzen wir ein ganz anderes Reisemittel. Die Eisenbahn wird uns durch das Hochland nach Nanu Oya bringen. Diese Strecke gilt als eine der schönsten in Sri Lanka. Kein zweites Land ist so eng mit dem Tee verbunden wie Sri Lanka. Die Insel ist heute der größte Tee-Exporteur. Etwa 13 Kilo gepflückt werden die beiden am frischesten Blätter eines Strauß. Wir erhalten dafür weniger als 2 Euro. Spitzen am Ende des Triebs. Wir suchen eine Teefabrik auf. Wieder in Area. Die Teeblätter werden zunächst auf Regalen luftgetrocknet. Danach gelangen sie ein Stockwerk tiefer in die Verarbeitungshalle. In einem speziellen Verfahren werden die Blätter nun gewalzt. Das bricht das Blatt, was die Voraussetzung für die anschließende Fermentation ist. Dabei wird das in den Blättern vorhandene Tannin aufgeschlossen. Zuletzt wird der Tee noch einmal im Ofen getrocknet und verpackt. Das ist ganz warm. Und ganz trocken. Echt? Fein, ja.
Nach der Betriebsbesichtigung genießen wir den köstlichen Tee. Nuwara Eliya, die Stadt des Lichts, ist der am höchsten gelegene Kurort in Sri Lanka. Diese Kleinstadt zeigt sich sehr britisch, auch vom Wetter her. Der Ort ist oft wolkenverhangen und regnerisch. Bauten aus der Kolonialzeit sind schöne Fotomotive, wie zum Beispiel die Kirche des heiligen Xaver. Im Grand Hotel wohnten berühmte Gäste, unter anderem auch die Königin Elisabeth II. Von England. Um auch englische Speisen genießen zu können, werden Kartoffeln, Kohl, Bohnen, Zwiebel, Lauch und Karotten angebaut. Der schwarze Mutterboden über Schichten aus gelbem Lehm und Kies versetzt jeden Gärtner in Euphorie. Ich sehe einen der wichtigsten Pilgerorte Sri Lankas, den Adams Peak. Jeder gläubige Inselbewohner möchte zumindest einmal im Leben diesen Platz aufsuchen. Selbst Buddha soll hier schon gewesen sein. Aber auch der Hindu-Gott Shiva und der aus dem Paradies vertriebene Adam. Ein langer und sehr beschwerlicher Aufstieg ist notwendig, um auf den Gipfel zu gelangen. Dazu müssen mehr als 2500 Stufen bewältigt werden. Oben angekommen, bin ich sehr enttäuscht. Die Tür zum Heiligtum ist verschlossen und ich kann den Fußabdruck nicht sehen. Der Grund hierfür, momentan ist keine Pilgerzeit. Selten sind die schönen Flammenbäume zu erblicken. Mir gefallen sie besonders. Mühselig ist der Anbau von Reis. Jede Pflanze muss einzeln gesetzt werden. Das bedeutet für die Frauen stundenlanges Arbeiten in gebückter Haltung. An dieser Stelle wird nach Bodenschätzen gesucht. Die Männer arbeiten in dieser Edelsteinmine mit den einfachsten Mitteln.
Unser Fahrer lädt uns in sein Haus ein. Nachdem er uns seine Familie vorgestellt hat, gibt es ein traditionelles Essen. Kleinere Jackfruit, gekocht, wie Fleisch schmeckt, aber Jackfruit. A la carte. Ja, das ist der Kartoffel, gekocht als eine Beilage. Postambala. Wenn es so heiß für die Körper. Ja. Zusammen gemischt so. Dann kommt in den Mund so. Eine seltene Begegnung. Ein Waran ist auf Futtersuche. Mich beeindruckt diese Echse sehr. Wir halten kurz an einer Kautschukplantage. Unmittelbar nach dem Schnitt in die Rinde fließt der Milchsaft, auch Latex genannt, in die Auffangbehälter. Jeden Tag kommen viele Pilger nach Kataragama, dem wichtigsten Pilgerort Sri Lankas. Dieser Ort vereint friedvoll drei Weltreligionen. Er ist den Buddhisten ebenso heilig wie den Hindus und den Muslimen. Bis in das 3. Jahrhundert vor Christus reicht die Geschichte der Pilgerstadt zurück. Im nördlichen Bereich des Tempelgeländes steht ein buddhistisches Heiligtum, die Milchweiße Kiri-Vihara. An dieser Stelle soll Buddha bei seinem dritten Aufenthalt auf Sri Lanka in tiefer Meditation gesessen sein. Blumen und Kokosnüsse werden hier von den Pilgern geopfert. Dreimal täglich versammeln sich die Gläubigen zu den Gebetszeremonien. Entlang eines Küstenstreifens erstreckt sich der Yale Nationalpark. Er wurde bereits Ende der 1930er Jahre eingerichtet. Die Besucher können mit einem Jeep das Wegenetz befahren. Und wenn man Glück hat, gibt es auch Tiere zu sehen.
Die Altstadt von Gel wird von mächtigen Festungsmauern des Forts eingerahmt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Glockenturm errichtet. Von ihm aus ergibt sich ein guter Blick auf die Star Bastion. 14 solcher Bollwerke umschließen auf 3 Kilometer Länge das Fort. An der Südspitze des Forts erinnert die Freitagsmoschee eher an eine Kirche. Offensichtlich entsprach dies dem Wunsch der Muslime, die einen italienischen Architekt mit der Planung beauftragten. Als buddhistisches College, Bank und Druckerei hat das Fort Printers eine bunte Vergangenheit. Als schönstes Gotteshaus von Gel gilt die Grote Kerk, auch wenn der Name Große Kirche recht übertrieben klingt. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde sie aus Dankbarkeit errichtet. Nach Jahren der Kinderlosigkeit gebar die Frau des damaligen Kommandanten endlich eine Tochter. In den Fußboden der Kirche wurden verwitterte Grabsteine aus einem Friedhof eingefügt. Die älteste Unterkunft an diesem Ort ist das Amangala. Zunächst diente es als Verwaltungsgebäude. Zur Zeit der Briten wurde es in ein Hotel umgewandelt. Es gilt heute als erstes Haus am Platz. Aber wer sich die horrenden Zimmerpreise nicht leisten kann oder mag, sollte die Atmosphäre dieses Prachtbaus bei einem Tee oder Cocktail genießen. Im ältesten Gebäude der Stadt ist das Gel Nationalmuseum untergebracht. Mit seinen massiven Stützsäulen wirkt es recht beeindruckend. Mein Rundgang endet mit dem Durchschreiten des alten Tors, das in dem ehemaligen Warenhaus gebrochen wurde und heute das Schifffahrtsmuseum birgt. Am Ende der Reise weiß ich, Sri Lanka ist wirklich eine Perle im Indischen Ozean.